Okay, es geht los. Fox gegen Falcon. Naja, Luma hat diese Woche mir noch geschrieben, dass er sehr viel Vertrauen jetzt auf seinen Falcon legt. Sein Falcon jetzt scrapebar die Tage. Ich sag das gleich hier bei meinem Fox. Aber der ist noch nicht eingespielt genug. Sehr viel Vertrauen in seine Frage. Ja. Ich hab das Ding gemacht. Ja. Ah? Auch so ein scheiß Leibchen, da ist er voll. Ich hab immer mehr zu mir. Jetzt hast du gesehen, was geht. Hey, guck doch mal. Das ist voll einfach. Ja, das sieht halt gut. Wer wird eigentlich Bots geben auf deinen Monthly? Ja, hatte ich vor. Aber ich bin leider nicht da. Ist nächste Woche, oder? Ende des Monats. Nächste Woche. Ende des Monats, die Jungs. 29. Aber ich komme wahrscheinlich, wenn ich überhaupt bei ihm bin, bin ich sehr spät da. Nächste Woche ist hier. Okay. Wollt ihr vielleicht mit mir fahren? Ja, alles klar. Dann gut. Match. TNT zieht noch einen zweiten Sock und Luma. Sehen wir hier. Einmal beide sehr entspannt. Den ersten Sock hat er nicht wirklich gezogen. Den hat sich Luma selbst weggemacht. Er hatte nicht mehr so viel Lust darauf. Ja, der hat ihn sich selbst im Bahnhof so draufgehauen, kann man sagen. Oh, ganz knapp die letzte Verbindung. Die Down Area. Oh! Und wir sind wieder Luma. In Even, Kinder. Ein typischer Luma. Wenn TNT dieses Match holt, hat Luma sein Vertrauen und sein Falco verloren. Oh! Das hätte sein können. Trine? Ja, habe ich auch mitgerechnet. Weil du mal weise mit der Center Stage, oder? Oh, oh mein Gott. Oh, er hat versucht, aber ja. Ich glaube, Fox ist einfach nicht gerannt. Nee. Oh, oh ein Laser. Und das war's. 1-0 für Luma. Ganz oben. Naja. Oh, Fox sieht das. Oh, Luma versucht alles. Ich glaube, Luma wird sich warm spielen. Ja. Für Perfect Shadow. Oder mich? Oder dich. Ich glaube, ich werde auch noch was ganz Besonderes probieren. Peach? Ja. Ja, Fox sieht das sehen. Naja. Dadurch, dass die beide super langweilig mit Fox spielen. Oh, Luma wieder mit dem klassischen Luma. TMT geht in Führung. So. TMT hat krasse Mindgames, ne? Ja, das stimmt. Die brechen Luma, so ist sie jetzt. Die brechen Luma tatsächlich. Diese Ledge Dash von TMT, die kann ja auch ziemlich gut. Ja, das stimmt. Er kann die aber nicht auf Dreamland auf die Plattform. Das kann nein, das, kann, das geht glaube ich auch. Doch, das geht. Ich okay, dann ist wahrscheinlich Frame Perfect. Ja, das ist fast Frame Perfect. Ich hab das schon öfter mal probiert und ich schaffe halt 21 Mal. Klassischer Box-Combo. Hätte man der Abwehr runterkommen sollen, wäre unschön gewesen. Ja, jetzt sag Luma, okay. Oh! Nice Abwehr. Hat diese TMC hatte keine Invisibility mehr. Also kann er im Prinzip machen, was er will. Oh, die Downslash verfehlt. Aber TMC wollte ihn marbeln. Snacks lacht sich ins Häuschen. Denn auch er wurde heute gemarbelt. Marbelt. Oh, Luma wurde nicht angezündet und bösartig für den Stock weg. Aber TMT gibt ihr nicht auf. Das ist eine Kämpfernatur. Ah, oh, schön die Vorhand. Ich glaube, das war eine. TMT nimmt das Vorhand super auf. TMT mit allem geregelt, nur nicht damit. Das ist das Problem, wenn du dein Edgeguard versuchst zu blicken. Luma lebt noch. Ja, gar nicht so schlecht. Ein ganzer Stock für Luma im Moment. Das ist jetzt spannend, ich hab glaube ich noch nie gegen Eva gespielt im Turnier. Nee? Nee, der ist so drin. Der Mann ist gut. Der Mann ist war ja zweimal da. Eva ist ja Legende. Und TMT wird gebettet.